Weil sie sagen wohl, Thema hin, Thema her, man kann nichts ändern. Das kann man nicht ändern lassen. Da gehört was gemacht, egal wie. Die haben zu viel Geld, die benennen sich falsch. Also man muss mal was, man kann sich hinstellen und sagen, das geht nicht, das ist immer so. Finde ich, das kann man nicht ändern lassen. Man muss hier was machen. Es kann nicht sein, dass meine Frau sagt, es wird dunkel, ich gehe nicht mehr auf die Straße. Da haben wir nicht. Oder? Vor 4 Jahren oder was, da habe ich meine Enkelkinder rausgeschickt. Und das geht nicht, dass sie mit Angst rausgehen. Das kann nicht sein. Ja, dass hier Handlungsbedarf besteht, glaube ich, ist jedem hier klar. Es ist ein Verhalten. Natürlich, man muss es jetzt auch mal richtig stellen. Ich weiß nicht, wie viele Migranten das derzeit in dieser Einrichtung untergebracht werden. Mit Sicherheit sind nicht alle davon betroffen, hier ein ungebührliches Verhalten an den Tag zu legen. Wir sprechen hier natürlich von bestimmten Personen, die sich daneben benehmen. Wir sprechen vielleicht auch von Gruppen, die sich da zusammengefunden haben, um sich daneben zu benehmen. Das weiß ich nicht. Das ist dann Frage der Ermittlungsarbeit der Polizei. Aber grundsätzlich ist es so, dass man das, wie der Herr Neugebauer schon sagt, zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht durchgehen lassen kann. Weil wenn man das durchgehen lässt, dann potenziert sich das irgendwann. Und das wird dann zu einer Situation, die wir alle nicht haben wollen. Und wie gesagt, wer hat noch Erfahrungen gemacht damit? Vielleicht auch mal Gegenstimme, wäre vielleicht auch mal interessant. Vielleicht hat ja jemand anders was dagegen zu sagen.